Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Das war die komische Handbewegung, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Darauf erstmal eine kleine Richtungsumdrehung, Freunde. Da sind wieder Sachen umgefallen. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zum eigentlichen Video, was wir uns heute ansehen werden, Freunde. Ich habe nämlich einen Song von Drew verpasst. Wir haben uns ja den neuen Song angehört, dessen Name ich gerade schon wieder vergessen habe, weil ich ein kleiner Idiotensohn bin. Aber davor kam ja Bruder muss los raus. Aber davor kam Monsterflow raus, den ich noch nicht gehört habe, Freunde. Deswegen kommt jetzt hier das Video zu Monsterflow, was etwas Verspätetes ist. Aber da steht ja mein Name sogar mit drin, Leute. Wenn wir mal raufschauen, da steht mein Name sogar drin, Leute. Ja, Monsterflow. Da muss ich natürlich nochmal reinschauen. Wir machen die HD, wir befinden uns wieder auf YouTube Music, Leute. Link zum Original ist in der Beschreibung. Wir hören rein in die Vollversion von Monsterflow. Ich kann mich gar nicht mehr so krass an Monsterflow erinnern, muss ich sagen. Aber war aus Halloween in Asozial, obviously. Ah doch, doch, ich weiß, Monsterflow war gut. Ich kann mich noch dran erinnern an Monsterflow. Doch, 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 da kommen wieder die kleinen Männchen in mein Ohr. Hier waren die gerade. Und haben mir reingeflüstert, Monsterflow war gut. Das habe ich gerade gehört. Das war nicht der dieser Beat. Check mein Drip, er putzt im Halsring, Kopf so dick wie der Arsch deiner Alten. Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Panzer jetzt kalt sind. Frankenstein, straight. Oh, Bomberjacke, weil den Panzer jetzt kalt ist, ey. Not bad. Den alten Wagen geleast, doch ich werd ihn behalten. Bomberjacke, weil die Panzer jetzt kalt sind. Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Beste, der Beste, ich bin 100. Hab ich da, hä? Ich glaube, ich lache gerade wieder über dieselben Lines, die ich beim ersten Mal hören auch schon gelacht habe, wenn das noch kein neuer Part ist. Aber 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Leute, mir geht's nicht anders, Freunde. Und ich weiß, vielen von euch draußen geht's auch nicht anders. Deswegen, wir halten zusammen, Leute. Panzer ist kalt sind, Frankenstein, straight out the Keller. 2 Meter groß, 2 Meter Ständer. Beste, der Beste, ich bin 100 deutsche Rapper und Baller bei Macabella. Der Monster, du Halloween-Penner und eure Tattoos verlieren über die Jahre an Farbe. Meine Narben gehen tiefer und schreiben lange Romane. Ihr kommt aus dem Ghetto, ich lag unterm Ghetto, 50 Jahre Name. Bestseller in jeder Sprache. Wer ist tot als tot? Wer hat den Monsterflow? Wer ist grün und voll groß? Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Komm ins Labor, wir müssen reden. Was los, Spotter, hab ich dich nicht gut vertreten? Oh, stimmt auch gut, die Anspielung auf Commons Café, wir müssen reden. Commons Labor, wir müssen reden. Stark eigentlich, stark. Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Komm ins Labor, wir müssen reden. Was los, Spotter, hab ich dich nicht gut vertreten. Ich will doch rasieren, aber lieber als Friseur. Ich hab dich gewarnt, ich kann dich auf die Plätze schlagen. Na gut, es ist Zeit, in der Booth zu stehen, Ehre und Ruhm zu nehmen, während die anderen Rapper noch zur Schule gehen. Und heimlich vielleicht ein paar Frisuren zu mähen. Frankenstein, okay. Ich schlage rein und baller Lines, du knallst hinein in Zack und deine Mama weint. Doch kann nicht sein, dass Frankenstein das irgendwie juckt. Oh, diesen Flow fand ich so nice. Das ist eigentlich kein anspruchsvoller Flow, der geht voll klar. Das ist so badaba, badaba, badaba. Das ist eigentlich ein gechillter Flow, der einfach ist, aber der hört sich so gut an. Knallst hinein in Zack und deine Mama weint. Doch kann nicht sein, dass Frankenstein das irgendwie juckt. Man, guck mal, immer schrecken bin ich wahre OG. Deutscher Hulk, das wird sogar deine Omi. Und alle Kids auch, dann hab eigenes Emoji. Nummer 1, doch eigentlich bin ich scheiße lohnt. Wer ist tot als tot? Wer hat den Monster ist eigentlich, ist eigentlich dumm. Alle Songs von Märchen, von Halloween in Asozial sind eigentlich dumm, weil sie auf so einer, ja, ich weiß nicht, so, die sind eigentlich so, so, ist so ein Hirnfurz, ist so ein kleiner Hirnfurz irgendwie. Aber das, da ist immer was Gutes draus geworden. Grün und voll groß, bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Wer ist tot als tot? Wer hat den Monster Flow? Wer ist grün und voll groß? Bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Frieden. Das war das Beste, Alter. Das war das Beste, wo Drew wirklich seinen Gesang rausgeholt hat. Da kann ich mich noch erinnern. Wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur. Ich glaub, das wär mega krass. Wow. Und jetzt hier, Freunde. Jetzt hier, wo das Instrumental wieder mit den Geigen reinkommt. Bäm, 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 bäm. Sind wahrscheinlich gar keine Geigen, aber es ist mir völlig egal, Leute. Es ist vielleicht auch ein Cello gewesen. Ich weiß es doch gar nicht. Wir hören rein, Leute. Ich bin der King of Rap, doch das wollte ich gar nicht sein. Ich wär gern Friseur. Leute. Ich glaub, das wär mega krass. Vincent Lee. Aber ich träum davon, jede Nacht schneiden Föhnen Dauerwellen ist das, was ich mag. Du musst viel mehr singen. Viel, viel mehr singen. Einfach seine Stimmbänder ein bisschen. Auch ein bisschen kitzeln, Freunde. Aber diese Hände sind dafür leider nicht gemacht. Wer ist gleich wieder tot? Frankenstein. Oh Mann, du scheiß Idiot. Frankenstein. Dein Style ist nicht dope. Frankenstein. Was ist ein King of Rap? Jetzt mach ich Nummer 103. Oh, der Beat auch so. Leute, ich fühl's doch wieder. Ich bin doch wieder dabei, Alter. Ich fühl's doch. Stark. Ich bin toter als tot. Real Talk, Freunde. Ja, Real Talk. Leute, ich würde sagen, wir kommen direkt zum kleinen, großen Mini-Fazit. Heute wieder etwas kürzeres Video. Es tut mir leid. Sorry, Leute. Aber
Der Song war wirklich gut, oder? Seid ehrlich. Also, es ist eigentlich, wie gesagt, so eine banale Idee und so ein dummes Thema, aber daraus noch so was Gutes zu machen. Der Beat war krass. Ich fand den Part, wo Ju gesungen hat, am besten. Da war auch der Beat nochmal, da hat hier Vincent Lee die Streicher rausgeholt und die haben alle nochmal hier mit dem Dirigenten das gemacht und so. Das fand ich schön, habe ich gefühlt. Und ja, war ein guter Track von. Ich hoffe, es kommen noch mehr Auskopplungen. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn noch welche kommen sollten jetzt, nach dem Ende, sag ich mal, wäre es umso cooler, dass man noch so ein bisschen Zwischencontent hat. Aber wenn es nicht klappt, kann ich es voll verstehen. Alles cool. Wir werden es sehen, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, war es an der Stelle von mir. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen haben sollte. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.